Ist es nicht eine wunderbare Sache, voller Achtsamkeit und Bewusstsein sein Obst und Gemüse klein zu schneiden, das alles in den Mixer zu geben, ein bisschen Wasser mit reinmischen und das alles schön zu einem Smoothie pürieren lassen und den dann einfach nach einem harten Arbeitstag zu genießen oder beziehungsweise nach dem Training, ist ja jetzt die letzten Jahre so in den Trend gekommen, dass immer mehr Leute Smoothies zu sich nehmen, hat ja auch sehr viele positive gesundheitliche Effekte, wird ja auch gerne als Detox benutzt, auch durch Anthony Williams mit seinen Büchern Medical Medic ist es ja auch mehr in den Trend gekommen, die Smoothies, und ich habe ja auch die ersten beiden Jahre in einer Rohkost sehr viele Smoothies gemacht, doch ich bin jetzt auch schon seit mehreren Jahren bin ich mehr dazu gekommen, dass ich eigentlich gar keine Smoothies mehr zu mir nehme, hat auch seine Gründe, warum ich das alles nicht mehr mache. Damals waren meine Hauptsmoothies einerseits immer so grüne Sachen, wie zum Beispiel Grünkohl mit Spirulina und Chlorella. Da habe ich mal ein bisschen etwas Süßes mit reingeschnitten, wie eine Banane oder einen Apfel. Sonst habe ich auch gerne Buchweizensprossen mit Sonnenblumensprossen, ein bisschen Zimt zusammengemischt oder auch so eine Kombination mit Rote Beete und Grünzeug. Also das waren so die Hauptsmoothie-Sachen, die ich mir gerne die ersten beiden Jahre zugeführt habe. Bin jetzt aber davon weggekommen, einfach aus folgenden drei Gründen. Also einerseits ist es halt so, dass man da ein bisschen auch aufpassen muss, was man alles zusammen mixt. Problem einfach dabei bei der Sache ist, dass halt viele Menschen zu viele Sachen da mit in den Smoothie mit reingeben. Das heißt, die achten diese Lebensmittelkombination nicht mehr. Also ich kenne da viele, die tun dann drei verschiedene Obstsorten damit rein, also säurehaltiges, süßes, halbsüßes einfach mit reinwerfen, da nochmal ein bisschen Wurzelgemüse und da nochmal das rein und da das Pulver. Und das fängt dann da an, dass man da so eine Masse hat, die viel zu viel Kombinationen haben, die auch zum Teil ungünstig sind. Das hat die Verdauung nochmal zusätzlich erschwert. Und da ist auch der Punkt, die Verdauung im Vergleich zu einem Monomahlzeit, oder wenn ich die Sachen so essen würde, unterschiedlich, wenn ich das halt püriert mit vielen verschiedenen Sachen so zu mir führe. Und das Problem auch ist, wo die Verdauung beginnt, ja zum Beispiel im Mund, und da ist ja auch das Einspeicheln. Und das passiert dann halt sehr schnell, dass man den Smoothie zu schnell schlürft oder zu schnell trinkt und das nicht genug kaut und nicht einspeichert. Das ist halt eine gewisse Übung, weil man neigt halt dazu, wenn man im Stress ist zum Beispiel, dass man das halt dann schnell runterpfeift und dann das nicht genug eingespeichert wird und dann die Vorverdauung nicht optimal ist und das dann sehr langsam und noch sehr träge verdaut wird. Bitte lasst auch solche wilden Geschichten wie den Avocado-Kern aus dem Mixer raus, also der geht jetzt wirklich nicht da mit rein und da braucht man sich auch nicht darauf beruhen, dass so viele Nährstoffe und Mineralstoffe, weil ein Avocado-Kern so zu essen, das macht wahrscheinlich keiner, also tut den bitte auch nicht in den Mixer rein. Also alles, was ihr so essen könnt, könnt ihr von mir aus pürieren und mixen, aber tut nicht irgendwelche Sachen rein, die ihr so wahrscheinlich nicht essen würdet. Die andere Sache ist dann die Menge an sich. Bei einem Mixer neigen auch sehr viele dazu, einfach so viel Zeug da reinzuhauen, was du so eigentlich gar nicht essen würdest. Also zum Beispiel 1-2 Kilo Wildkräuter oder 15 bis 20 Bananen, also solche Mengenangaben und Größen, die man so eigentlich gar nicht zuführen sollte. Natürlich bei einem Saft ist es auch so eine Sache, dass man halt so viel Saft hat, was man eigentlich gar nicht zuführen sollte. Aber bei einem Saft finde ich es halt so, dass der halt leicht verdaulich ist. Er unterbricht zum Beispiel das Fasten nicht und hydriert halt auch nochmal. Also ich tue ja regelmäßig Saftfasten und das ist halt für mich sozusagen eine andere Sache, weil es auch sehr viel schneller verdaut wird. In einem Smoothie ist so eine Sache, ob der einerseits, wie vorhin erwähnt, schneller verdaut wird oder nicht. Und wie gesagt, die Menge, die die Leute da zu sich führen können, die ganzen Ballaststoffe, die da mit dabei sind, die ganzen Sachen, kleinen Pyrit. Also schaut, dass ihr das dann nicht übertreibt mit einem Smoothie. So einen halben Liter bis zum Liter, okay, aber alles drüber hinaus oder die entsprechende Menge dafür, das wird dann für mich persönlich etwas kritischer. Also kurz zusammengefasst, schaut auf die Menge drauf an, dass ihr nicht zu viel in den Smoothie mit reingibt. Wenn ihr einen Smoothie macht, tut ihn auch sehr gut einspeichern und gut kauen und achtet auf die Lebensmittelkombination. So viel dazu. Wenn ihr einen Safter oder auch einen Mixer haben wollt, ich werde euch unten Slow Juice verlinken. Habt mit dem Affiliate-Programm, wenn ihr dort einkauft, bekomme ich eine Provision. Ihr zahlt keinen Cent mehr und ihr unterstützt sozusagen mich und mein Projekt. Also wer mich halt gerne für mich und meine Arbeit unterstützen möchte, dafür, dass ich mich hier für euch abfriere und ich gerne für euch diese Videos mache, um halt euch zu helfen, eure Gesundheit aufs nächste Level wieder zu bringen, beziehungsweise auch euch eigenständig zu heilen. Schaut auch gerne auf meine Webseite vorbei, Permakulturprojekt Peace, beziehungsweise Projekt Peace heißt sie ja. Und da findet ihr auch Coachingsangebote, Kursangebote,
Sachen, was ich alles in meiner Permakultur mache, was ich noch alles anbiete, da gerne auch vorbeischauen und wie immer für den Algorithmus kommentieren, abonnieren und liken. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.